Hallo, wir sind eure Eierköpfe, Nienchen und Christian, und wir werden jetzt was ganz Spezielles machen. Ihr habt das ja bei uns gehört heute Morgen. Und zwar gibt es den Eierweitwurf-Weltrekord. Der liegt bei 96,6 Meter. Das Schwierige daran ist, das Ei zu werfen und dann aufzufangen, ohne dass es kaputt geht. Ihr habt heute Morgen abgestimmt. Ich darf fangen. Herzlichen Dank. Nienchen hat mir dankenswerterweise ihre Schürze geliehen. Ja? Ihr könnt mich also ab sofort auch Christian Rach nennen. Und wir haben jetzt gerade mal diskutiert. Schaffst du 96 Meter? Ja, wir haben das mal ausgemessen. Wir versuchen es erstmal vielleicht mit der Hälfte, mit 50 Metern, 40 Meter und gucken dann, dass wir uns irgendwie steigern. Wir haben insgesamt 10 Eier. Ja, aus Freilandhaltung. Politisch korrekt. Hier sind sie. Und ich würde sagen, wir legen los. Und ich hoffe, ich bleibe einigermaßen sauber. Okay. Ein bisschen nah, ne? Geht ein Stück zurück. Das sind locker 96 Meter. Nicht gefangen, aber heile. Ja? Okay. Jetzt noch ein Stück zurück. Das ist ganz schön hart, ne, wenn du das wirfst. Lecker! Aber ich hatte es. Komm mal her. Aber ich hatte es. Habt ihr es gesehen? Hm? Ich habe es gefangen. Ja? Wir machen die gleich alle noch in der Pfanne und essen das. Also nicht, dass einer denkt, hier wird mit Lebensmitteln gespielt. Hier ist der Beweis. Wir essen das Rührei. Sei froh, dass ich so viele gefangen habe. Lecker. Sonst wäre der Teller nicht so voll geworden. Guten Hunger. Mhm. Und bis morgen.